Anziehung, der das gerade am Dach sitzt und dann doch so. Avusturya'da Strabag firmasının özel olarak tüm Avusturya genelinde organize ettiği 30 konteyner ve 3 tuvalet banyo konteynerini şu anda trene yüklüyorlar ve bu tren bugün yola çıkacak ve peşinden de önümüzdeki günlerde Adıyaman Gölbaşı'na varacak. Ben Strabag firmasına ve özellikle Strabag firmasında bu kampanyanın, bu yardımın yapılmasına büyük desteği olan Viyana Eyalet Milletvekili Sayın Ömer Al-Ravi'ye yürekten teşekkür ediyorum. Yani nereden baksanız tek başına Strabag'ın bu çabaları çok değerli. Ama Avusturya genelinde tüm vatandaşlarıma da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bugüne kadar takriben 150'ye yakın konteynerin Türkiye'ye gitmesini sağladılar. Tonlarca eşya gitti. Büyük miktarda yardımlar yapıldı. Tüm bunları da bugün burada tekrar edip 300 bin vatandaşımıza ve onlara destek olan Avusturyalı dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle Strabag firmasına topladıkları yardım, katkıları için Avusturya'daki vatandaşlarımıza Ozan Büyükelçi'nin çabalarından dolayı ve tabii Slovakya'dan gittiği için burada da yardımda bulunan vatandaşlarıma teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sağ olun. Also wichtig ist, es ist eine Aktion, die die Firma Strabag gestartet hat. Die Container sind ja von der Strabag gespendet worden. Ich bin Betriebsratsvorsitzender der Strabag. Wir haben auch einen Hilfsfonds errichtet. In diesem Hilfsfonds helfen wir auch Angehörige von Kolleginnen und Kollegen, die in der Strabag arbeiten. Bis jetzt konnten wir an die 25 Familien schon vor Ort helfen, indem wir bis sie zum Beispiel die Miete für ein Jahr übernommen haben. Aber wir wollten aber auch viel Verkehr, nicht nur Strabag-Angehörige, machen. Und das sind wir einfach schuldig aus menschlichen Gründen, aber auch aus Dankbarkeit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir in der Strabag haben, von türkischer Herkunft. Wir sind eine Familie, wir stehen zusammen und wir helfen einander in guten und in schlechten Zeiten. Und deswegen sind wir schon sehr stolz, auch mit dem Kollegen Murat Aca, der ist auch Betriebsrat mit türkischer Wurzeln in meiner Körperschaft. Und wir möchten das schon, und das machen wir mit Dankbarkeit, dass wir die Gnade haben, auch diese Hilfe leisten zu können. Wir haben am ersten Tag schon, oder am zweiten Tag, haben wir eine Aktion vom Betriebsrat gestartet. Wir haben 2200 Winterjacken geschickt, auch mit Hilfe der türkischen Botschaft und mit türkischen Airlines. Die haben die Kosten übernommen. Die Jacken, das waren Jacken im Wert von wirklich mehrere tausend Euro. Viele Menschen haben auch gespendet von der Körperschaft, aber auch Menschen außerhalb der Strabag haben gespendet. Und aufgrund dieser Aktion ist die Strabag auch inspiriert worden, weiter solche Hilfsmaßnahmen zu starten. Und ohne eine Zusammenhilfe, weil in dieser Aktion hat die ÖBB mitgeholfen, indem sie die Kosten übernimmt, die türkische Botschaft hat uns geholt, indem sie uns einen offiziellen Platz in der Türkei zur Verfügung gestellt hat, die Strabag hat geholfen, indem sie die Container gespendet haben. Man sieht, wenn Menschen zusammenhelfen, wenn Solidarität da ist, dann kann etwas Tolles passieren. 17 yıl Strabag'la çalışıyorum ve Umar Al-Ravi'yle beraber bir Rizkan kampanyaya başlatırken bana sormuş, çok gurur duydum. Geçen hafta da gidip aslında ki oradaki ihtiyacı gördüğüm için kaymakamla görüştük ve sonra bunlar ne kadar önemli olduğunu ve o insanların gerçekten orada ihtiyaç olduğunu gördükten sonra burada da durmaktan dolayı gurur duyuyorum.